Digga, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Altbekannte Stelle. Wer weiß es noch? Schreibt mal in die Kommentare, wo wir sind. Wir haben heute einen Special Guest. Hallo. Können wir es noch reinnehmen? ja, was geht heute? Wir haben heute einen Stargast dabei. Doppel-Olympiateilnehmerin Leonie. Werden wir nachher ein kleines Interview machen. Ja, gleich gehen wir noch eine Runde schwimmen. Jetzt erstmal ein bisschen Basketball. Also zumindest versuchen wir es. Und ja, haben wir noch irgendwas? Nee. Perfekt, habt ihr gehört. Dann viel Spaß beim Vlog. Ernährung ist A und O. O und A. O für Obst und A für Antioxidantien. Was machen wir heute im Wasser? Gute Frage. Ich denke mal so 2 Kilometer. Bisschen hin und her schwimmen. Vielleicht machen wir ein paar Hunderter, obwohl wir haben keine Fähnchen, eine Fuck. Entschuldigung, Mist. Leonie ein bisschen kraulig, ein bisschen Rücken oder so, mal gucken. Wird witzig. Keine Pause ein, ist so ein typischer Longo. Ich weiß nicht, ob das Leute noch gebaut ist, aber die machen immer keine Pause. Oder zu wenig. Was war denn das? Was hast du deiner Verteidigung zu sagen? Das Longo ist keine Pause. Wir haben vor 2 Meter gesagt. Wir machen nicht schneller. Ich wollte nur sagen, dass du noch keine Pause machst. Das tut mich ein bisschen anzukurbeln. Ja, aber auch ein bisschen. Das hilft beim Reststoffabbau. Ich bin da. Ich bin dran, ne? Gleich ein bisschen Leinen reinziehen. Man hilft, wo man kann. 800 Meter in der Box. Tut doll weh deine Hand? Ja, das kannst du mir gerade nicht. Ich frag mal, ob die Shape haben. Was ist das? So, nachdem Leonie und Ramon ihr Einschwimmprogramm absolviert hatten, halfen sie dabei, die neuen Leinen zu spannen. Sense. Ach ja, ist nicht so scheiße angefühlt wie die letzten paar Meter bei 200 Schmidt. Hat es nicht. Okay, kurze Sache für die Community. Leonie und ich schwimmen immer 200 Meter gegeneinander. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer da bis jetzt vorne liegt. Und ob ihr da
eine Wiederauffrischung. Was laberst du? Fernduell. Was für ein Fernduell? Hab ich gewonnen. Erst bei der Jamba. Aber ich keine Zeit von dir gekriegt. Ich hatte Verletzung. Nein. Was erzählst du? Mitgebracht hast. Da wollten wir am Mittwoch nochmal die 200 Krau machen, oder 200, ich Krau ja Schmidt. Ich bin beim Wettkampf 200 Krau geschwommen. 2-3, dies, das. Okay, mach ich jetzt kurz. Nein, <Spaß. lacht> Keine Chance. Ich würde jetzt tippen, all out, jetzt so wie ich jetzt bin. Aus. 2:11, würde ich sagen. Ja, aber Schulter und Hand sieht schon schlimmer aus. Okay, 50 aus. Was die Chefin sagt. Ramon, klatsch einmal bitte vor dem Mikrofon ganz laut in die Hände. Das war jetzt ganz gut. Hab ich, okay. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt ein kleines Interview mit Leonie Kuhlmann. Würdest du dich kurz einmal selber ein bisschen vorstellen? Wie alt, wo kommst du her, für welchen Verein? Ja, ich verstehe schon. Hallo, ich bin Leonie. Ich bin 24 Jahre alt, wert 25. Meine Lieblingsfarbe ist rot, mein Lieblingsessen ist Burger mit Pommes. Und für welchen Verein schwimmst du? Ich streichle gern Katzen und schwimme für die SG Neukölln. Und in deiner Freizeit machst du gerne? Gerne mache ich meine Freizeit, spiele ab und zu ein bisschen Klavier, treffe mich mit Freunden, gehe ein bisschen raus. Bei dem Wetter in Berlin ist schon ganz, ganz angenehm. Sehr schön. Freut uns, dich kennenzulernen. Dann geht's jetzt schon gleich los. Wir würden gerne den schönsten und den schlimmsten Moment in deiner sportlichen Karriere wissen. Schlimmster Moment? Fällt mir jetzt spontan ein, ist noch gar nicht so lange her. So 6 Wochen around about. Die verpasste Olympia-Quali, das war schon schmerzhaft. Habe ich nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Und wenn es so überraschend kommt, dann tut es nochmal anders weh. Schönster Moment, ich glaube meine Tokio-Quali in Heidelberg, als ich da die Final-Crawl-Norm um 600 unterboten hatte. Das war schon sehr geil. Ich erinnere mich, das war echt ein guter Push auch. Hat schon sehr Spaß gemacht, dazu zu schauen. Willst du kurz begründen, warum schlimmster und schönster Moment? Oder ja, musst du auch nicht zu sehr ausschweifen? Aber wenn ja, ich meine, ich habe das schon ein bisschen gesagt. So, also die verpasste Olympia-Quali, wie gesagt, so überrascht oder überraschend schlecht geschwommen. Das ist ja immer ein bisschen unbefriedigend. Ja. Das in Heidelberg war überraschend gut. Also ich denke, immer wenn man es so nicht erwartet, das sind dann halt so die Extreme, die man so prägnanter in Erinnerung hat. Ja, macht Sinn. Okay, dann kommen wir direkt zum nächsten. Lieblingsstrecke und Hassstrecke? Lieblingsstrecke? Ich schwanke zwischen 50 Schmett und 100 Brust. Okay, gibt's auch also, noch Also ich meine jetzt nicht so Hauptstrecke. Ja, ich weiß, Lieblingsstrecke. Ja, machst du gern schon. Okay, ja. 50 Schmett ist einfach geil, so esse, gib ihm beide Arme und zack. Okay. Und Brust, 100 Brust, das, ich würde es so gern gut können, aber muss ich mir jetzt eingestehen, das ist es nicht für mich. Aber ich, ja, wenn ich es mal schwimme, dann schwimme ich super gern, ich trainiere auch Brust gerne. Hassstrecke, ja, da fällt mir jetzt 800 Kraul spontan ein, das ist halt schon sehr lang. Mhm. Aber nicht lang genug, um so komplett chillen zu können. Also ab 1500 chillt man dann nur noch, oder was? Ich habe jetzt nicht so die Erfahrung, aber das eine Mal, als ich die 1500 geschwommen bin, da bin ich schon sehr gechillt, ja. Okay. Also 1500 müsst ihr chillen. Ich bin nicht gut, die 1500 geschwommen. Ich bin angekommen, aber nicht schnell. Ja, ich habe noch eine Sache zu der Frage davor. Wenn du den schönsten und schlimmsten Moment jetzt nicht von dir sagen würdest, sondern den du selber miterlebt hast, von Freunden, von ja, einfach coole Events oder scheiß Events, je nachdem. Also schönster Moment, oder wo ich so das erste Mal so Gänsehaut in der Halle hatte, war glaube ich 2015 bei DKM in
Berlin, wo Marco Koch den Weltrekord geschoben ist, auf seiner Brust. Ja. Ich meine, es war 2015. Das war schon geil. Vielleicht war es auch im Weltcup. Ich glaube 16 war es, weil 15 16. war glaube ich noch in Wuppertal und dann 16 war das erste Jahr in Berlin. Okay, ja. Und ja. Ja. Da dachte ich so, Alter, krass, da war auch die Halle gut gefüllt und alle, die am Beckenrand waren oder auf der Tribüne waren, die haben da mitgefiebert, haben angefeuert und beim Brustschwimmen ist ja auch so, wenn du anfeuerst, ist ja immer so. Ja. Ich war da übrigens beim Lockerschwimmen gerade, ich erinnere mich. Ich glaube, ich habe da kurz Herzrhythmusstörung gekriegt. Das war schon geil. Ja, und schlimmster Moment, ich meine, es ist immer schwer mit anzusehen, wenn Trainingskameraden halt nicht performen, wie sie wollen. Auch eben, wenn es drauf ankommt. Und ja, Olympia-Quali, ich meine, du gehörst mit dazu. Henning, Bente, das tut mir alles so im Herzen weh. Ich hätte es wirklich allen super gerne gewünscht, in ihren Bereichen da abliefern zu können. Ja, okay. Gut, danke dafür. kommen wir jetzt so ein bisschen weg vom Wettkampf, gehen wir ins Training. So, man hört ja ein bisschen Rumors, dass du geisteskrankes Trainingstier bist und immer 100% gibst und immer top motiviert. Lieblingsset und Hassset, gibt es da sowas bei dir oder schwimmst du einfach alles gerne oder alles nicht gerne? Wie ist es bei dir? Lieblingsset, gut, das bin ich jetzt ein paar Mal zu oft geschwommen, um das noch als Lieblingsset betiteln zu können, waren die 25x100 Kraul gesteigert in Fünferblöcken. Das fand ich schon die ersten drei, vier Mal echt geil. Konnte mich da so gut reinschwimmen, hatte einen guten Speed so in der Mitte, dann am Ende nochmal pushen können. Da war man danach, hat man auch gemerkt, was man gemacht hat. Das finde ich immer auch ganz gut so. ja, und ansonsten, so wenn ich so das von der Anstrengung her abhängig macht, dann würde ich sagen, Lieblingsset, ja, so Sprints. Bis wohin geht Sprints? 15 oder auch 25er? Ich hätte jetzt 35er gesagt, aber... Okay. Also alle Sprinter weghören. Kann ich mir was anhören, ey. Ja, also kurze Sachen, das fetzt schon. Ja. Staffeln macht man sowas noch? Heutzutage nicht mehr, ne? Staffeln, auch früher haben wir das im kleinen Becken, also ein 20-Meter Becken gemacht, das war mein Ding. Ja. Auch schön so Staffelstarts, liebe ich. Ja. Und dann, wenn man gewinnt, freut man sich doppelt und dreifach. Ja. Hasset, 800er Kraul. 800er Kraul. Wie viele schwimmt man dann so? Ab wann hast fünf aufwärts. Vier ist noch okay, fünf aufwärts ist. Muss nicht sein. Und ist es dann so bester Schnitt oder auch so reingesteigert? Ja, ich meine, für mich ist alles bester Schnitt. Ist alles anstrengend. Ja. Alles anstrengend. Ab BC 3 ist 180er Puls, macht auch keinen Unterschied mehr. Ja. Stimmt, bei dir, bei Leonie war immer, wir hatten über dieses iPad mit diesen Polarsensoren und Leonie. Rot, immer rot. Immer rot. Einschwimmen noch kurz orange und dann rot. Okay, zum nächsten. In einer normalen Trainingswoche, auf was hast du dich am meisten gefreut und was am wenigsten? Am meisten? So von den Einheiten her? Ja, also nicht Physio oder so. Also auf den Nap am Dienstag freue ich mich richtig doll immer. Wir schlafen am Samstagabend. Ja. ich glaube, so die Mittwochmorgen-Einheit finde ich immer ganz geil, weil man hat so Dienstag hat man gepusht, ist bis an seine Grenzen gegangen, ist dann abends vielleicht noch in die Sauna gegangen, dann Mittwoch immer eine Stunde länger schlafen, also meistens eine Stunde länger schlafen und dann so ein bisschen Entspannung, Recovery, lang locker. Das finde ich immer gut, wenn man halt was gemacht hat, man hat hart gearbeitet und dann diese Entspannungsphase. Ja. Also dieses bewusste Lockerschwimmen einfach. Genau. Einfach ein bisschen Seele baumeln lassen beim Schwimmen. Ja. Und ich finde Freitagnachmittag hart für den Kopf. Mhm. Wenn man da noch Kraft hat und irgendwie, da gab es schon den einen oder anderen Tag, wo ich, ja, mir die... Krafttraining, ja? Machst du das so krass, oder? Ja, letztes Jahr nicht so sehr, aber die Jahre davor. Ja, okay. Und hallo, die Zirkel sind nicht zu unterschätzen. Ja. Also, da. Und es ist auch hart, immer das Gleiche zu machen. Das, weißt du, beim Kraft so mit Langhantel, da machst du, ich meine, du machst auch das Gleiche, aber das ist so. Das bin ich ja immer gespannt. Das ist so, vom,
vom Intensitätslevel, vom Kopf her halt ein anderes. Man hat Adrenalin, man kann sich pushen, man muss sich pushen, um die Gewichte zu stemmen. Und in meinem Zirkel, da mache ich halt einfach so. Ja. Also ja, ich push mich auch, aber das ist ein anderes. So körperlich so richtig am Ende. Ja, ja. Genau. Ja. Also Mittwoch früh am liebsten und Freitagnachmittag am wenigsten. Ja. Also bist du eigentlich schon diese harten Sets immer gerne geschwommen? Also so Dienstagnachmittag, Donnerstag, Samstag früh? Samstag nicht so sehr. Aber dann war Wochenende. Aber dann war Wochenende, deswegen ist okay. Ja. Dienstag, Donnerstag, ich habe mich schon immer so ein bisschen drauf gefreut auch, dann um eben performen zu können. Man hat so seine Serie, man hat die Vergleichswerte, man will da rankommen oder besser sein. Und ich muss auch ehrlich sagen, in dem letzten Jahr oder generell in meiner Zeit jetzt bei Lasse, habe ich mich auch immer irgendwie verbessern können. Unabhängig davon, wie es jetzt in Wettkämpfen angeschlagen hat. Ja. Also es gab jetzt keine Einheit wirklich so, wo ich rausgegangen bin und dachte, ach du Scheiße, das war ja schrecklich oder was hat das gebracht. Ich hatte immer irgendwie eine Sache, wo ich dachte, okay geil, da bin ich gerade heute besser geworden. Ja. Und ja, das macht mir Spaß. Okay, cool. Okay, dann letzte Frage erstmal. Overall, dein bester Trainingspartner. Du hast ja jetzt schon ein, zwei Jahre trainiert und hast schon mit ein, zwei Leuten harte Sets gerockt. Wenn du so sagen müsstest, ob es jetzt in der 7. Klasse war oder drüben in Amerika oder wo auch immer, mit wem hat es dir am meisten Spaß gemacht? Ich bin 4 Jahre hier in Berlin zur Schule gegangen und hatte da eine Klassenkameradin, die auch schon, also auch Schwimmerin war, Antonia Haupt, weil wir uns halt auch so, also wir sind immer noch gut befreundet, aber haben uns damals halt auch menschlich mega verstanden, ja. Und dann zusammen zum Training zu gehen, da ein bisschen so seinen Spaß zu haben. Und sie war auch vom Trainingsniveau her echt top. Wir haben uns da gut battlen können, sind gerne Lagensets zusammen geschwommen. Das war dann recht ausgeglichen. Ja, also das fällt mir jetzt so spontan ein. Vielleicht wäre es eine andere Antwort, wenn ich länger drüber nachdenken würde. Aber Shoutout an Toni. Shoutout an Toni. Okay, das war's jetzt erstmal. Vielen Dank an Leonie. Janik verlinkt sie euch bestimmt unten bei Insta. Ja. Ich habe noch ein Konto, aber ich bin nicht mehr aktiv. Also folgt ihr einfach. Folgt mir. Vielleicht komme ich irgendwann genau. Zurück. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Ich merke gerade, wenn ich so das Interview mache, ich könnte auch Stunden mit Leonie labern, so über alles Mögliche. Also wenn wir das ein bisschen größer machen wollen, sagt es uns gerne. Hat uns sehr gefreut, Leonie, dass du dabei warst. Vielen Dank. Und ja, jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung, aber erstmal vorbei. Bam. Wow. Irgendwas habe ich mir gerade überlegt.